Heute mache ich einen kleinen Rundgang auf meiner Terrasse, um dir zu zeigen, was ich dieses Jahr noch ernten kann. Hallo und willkommen zu einem neuen Video aus Svens Topfgarten. Wenn du kein weiteres Video verpassen willst, so abonniere bitte meinen Kanal. Als erstes möchte ich dir meinen Säulenapfel zeigen. Leider weiß ich nicht mehr, was für eine Sorte das ist. An dem kleinen Bäumchen sind etwa 30 Äpfel dran. Weil ich es etwas schräg eingepflanzt habe und dem Gewicht der vielen Äpfel, muss ich das Bäumchen mit einer weißen Schnur stützen, damit es bei Sturm nicht umfällt. Auf der Sonnenseite werden sie langsam rot und ich freue mich schon auf die Ernte. Sie sind etwas kleiner als Äpfel aus dem Supermarkt, was mich aber nicht stört. Auch andere Lebewesen erfreuen sich an meinen Äpfeln, wie man sehen kann. Wenn ich die Äpfel geerntet habe, möchte ich das Apfelbäumchen in einen größeren Topf und etwas Geräter einpflanzen, damit ich es nächstes Jahr nicht wieder stützen muss. Als nächstes möchte ich dir meinen Aronia-Beerenstrauch zeigen. Er hat dieses Jahr nur etwa halb so viele Beeren dran wie im letzten Jahr und sieht auch sonst nicht so gesund aus. Auch dieser Strauch muss dringend umgetopft werden. Letztes Jahr konnte ich etwas mehr als 1 Liter Konfitüre daraus machen, die sehr lecker geschmeckt hat. Dieses Jahr weiß ich noch nicht genau, was ich daraus machen werde. Wenn du einen guten Vorschlag hast, schreib ihn mir gerne in die Kommentare. Hier noch ein paar Aufnahmen von den Beeren. Als nächstes möchte ich dir meine 2 Tomaten zeigen. Die kleine ist eine Cherry-Tomate der Sorte Sweetie. Diese habe ich nachgepflanzt, weil die große beim Sturm beschädigt wurde. Bei der großen hat sich vor etwa einem Monat der Stamm gespalten, als der Sturm sehr stark wütete. Jedoch geht es der Pflanze noch sehr gut. Bald kann ich die ersten Tomaten davon ernten. Oben bildet die Tomate riesige Rispen mit ganz vielen Blüten dran. Ich bin gespannt, wie viele davon zu Tomaten werden. Die Tomate wickle ich immer wieder um die weiße Schnur, damit sie gut Halt hat. Hier habe ich vergessen, einen Seitentrieb auszugeizen, weshalb sie einen sehr starken Seitenarm hat, den ich nicht mehr abschneiden möchte. Auch diesen habe ich mit einer weißen Schnur hochgebunden. Auch am nicht ausgegeizten Seitentrieb hat es sehr viele Blüten dran. Daneben habe ich einen kleinen Holunder stehen, bei dem ich die Blüten nicht weggenommen habe, um Sirup zu machen, sondern etwas aus den Beeren machen will. Bald sind sie schon so weit, die ersten werden schon dunkler. Auch wenn du hier Ideen hast, was ich damit machen soll, kannst du es mir gerne in die Kommentare schreiben. Als nächstes möchte ich dir eine Peperoncini zeigen, an der auch schon sehr viel dranhängt. Es wird auch nicht mehr lange dauern, bis die ersten beginnen Farbe zu bekommen und ich sie für mich einlegen kann. Was machst du mit deinen Chilis und Peperoncinis? Mahlst du sie, um sie als Gewürz zu brauchen? Oder frierst du sie ein, um sie später zum Kochen zu benutzen? Oder machst du es wie ich, der sie einlegt? Schreib es mir doch in die Kommentare. Als letztes möchte ich dir noch meine Physalis zeigen. Sie ist noch sehr klein und etwas spät dran, da sie es jetzt selbst ausgesamt hat und ich sie sehr spät entdeckt habe. Ich bin aber auch hier sehr zuversichtlich, dass ich dieses Jahr noch ein paar Beeren davon ernten kann. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch. Und wenn du kein weiteres Video von mir verpassen willst, so abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.